und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 71. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke. Versteckspiel beim Thema Hebammen ist endlich beendet. Gutachten zeigt dramatischen Mangel. Und ich rufe als erstes Frau Böhm von der Fraktion Die Linke ans Redepult. Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, seit November liegt das Gutachten zur Situation der Hebammen in Hessen vor, als Geheimpapier. Die Teilnehmenden des Runden Tisches durften das Gutachten auf keinen Fall weitergeben. Sie haben sich auch daran gehalten. Jetzt hat der Minister das Gutachten teilweise veröffentlicht. Wie Sie das mit dem Runden Tisch klären, das ist Ihre Sache. Warum Sie aber die Handlungsempfehlung der Gutachter und Gutachterinnen uns vorenthalten, diese Zensur müssen Sie uns heute schon einmal hier erklären. Anscheinend kann man die Schlussfolgerungen der Fachleute der Öffentlichkeit wohl nicht zumuten. Und da kann man schon die Frage stellen, was verstecken Sie hier, Herr Klose? Wenn wir uns das Crest-Gutachten anschauen, kommt schon die Frage auf, hätte man das nicht früher wissen müssen? Es gibt Mindestmanagement im Gesundheitswesen, das wissen wir ja auch. Dazu gehört auch, dass es zu wenige Hebammen im Land gibt. Und diejenigen, die als Hebammen hier arbeiten, fühlen sich vielfach überlastet. Fast 80% der Hebammen haben 75 Überstunden. Die Hälfte der Hebammen ist durch die Arbeit zum Teil sehr belastet. Und 30% schätzen ihren Gesundheitszustand physisch wie psychisch weniger gut bis schlecht ein. Und die Hälfte der Hebammen in den Kliniken hat angegeben, dass in den letzten 3 Monaten der Kreissaal vorübergehend geschlossen wurde bzw. Frauen abgewiesen wurde. Das ist die Situation in der Geburtshilfe in Hessen. Diese Zahlen zeugen von einem eklatanten Versagen. Und diese Unterversorgung ist nicht über Nacht eingetreten, sondern wurde lange ignoriert. Jetzt hofft man anscheinend im hessischen Sozialministerium, und das hat mich besonders erstaunt, gewundert, gefreut, in Anführungszeichen, dass der demografische Wandel es richten werde. Wenn man die jetzige momentane Beschäftigtenzahl pro Kopf halten will, so ist das Kalkül, wird bei einem Geburtenrückgang von 12% bis 2030 alles gut werden. Das ist Ihre Berechnung. Also muss der Minister nur noch darauf warten, dass in Hessen endlich weniger Kinder geboren werden. Dann hat er sein pragmatisches Minimalziel, wie es im Gutachten heißt, erreicht. Dabei ging vor 11 Jahren die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes von einem mittel- und langfristigen Rückgang der Geburtenzahlen aus. Heute wissen wir natürlich, wie falsch das war. Schon 2017 konnte das Statistische Landesamt in Hessen verkünden, dass die Geburtenzahlen im 5. Jahr in Folge angestiegen sind. Und die Hoffnung auf weniger Kinder, die ich im Übrigen sehr widersinnig finde, widerspricht doch allen von familienpolitischen Maßnahmen. Mehr Elternzeit, mehr Elterngeld, mehr Unterstützung der Kinderbetreuung, auch wenn das alles noch nicht ausreicht. Das soll doch diesen demografischen Wandel, den Sie hier jahrelang bejammert haben, das soll doch diesen demografischen Wandel verändern. Es gibt ja auch mehr Kinder. Sie haben uns vor einigen Jahren, Sie haben hier auch, aber vor einigen Jahren haben Sie auch die Hessenagentur beauftragt, uns zu erzählen, dass es immer weniger Schüler und Schülerinnen gibt. Aber alleine, dass Sie das gesund gebetet haben, hat es nicht funktioniert. Jetzt müssen überall Kitas und Schulen gebaut werden, weil die Kinder einfach da sind. Und ich erwarte von dieser Landesregierung, und das ist das Mindeste, dass sie aufhört, Statistiken gesund zu beten. Mehr als ein Drittel der befragten Mütter haben angegeben, dass sie für die Suche nach einer Hebamme für die Wochenendbetreuung, dass sie sehr schwierig war. Der Zugang zur
zur Betreuung während der Schwangerschaft ist in Helsen alles andere als selbstverständlich. 27% der befragten Mütter haben gar keine Hebammenbetreuung in Anspruch genommen. Und die, die sie in Anspruch genommen haben, mussten durchschnittlich 7 Hebammen kontaktieren, bis sie einen freien Betreuungsplatz gefunden haben. Und wenn Sie sich die Landkarte der Unterversorgung beim Hebammenverband mal angucken, dann können Sie sehen, in wie vielen Kreisen es gar keine Möglichkeit gibt, zu einem gewissen Zeitpunkt, und die Geburt ist nicht zu verschieben, eine Hebamme zu finden. Und wenn Sie planen, diesen Notstand auszusitzen, dann sparen Sie an der völlig falschen Stelle. Sie haben in den letzten Jahren schon mit der Einstampfung der Geburtskliniken eine ungeheuer belastende Situation für Hebamme und Mutter geschaffen. Und das verschärfen Sie jetzt noch weiter. In den Jahren 2008 bis 2019 hat sich die Anzahl von Krankenhäusern mit geburtshilflichen Abteilungen um rund ein Drittel verringert. Und das Kliniksterben geht weiter. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Böhm. Ja, von den verbleibenden Kliniken geben 58% an, dass die Hebammen meistens mehr als 2 Kindergebärende gleichzeitig betreuen müssen, in vielen sogar 3 Geburten gleichzeitig. Hier die Teilnehmerinnen des Runden Tisches und alle anderen, die Eltern, die Hebammen, sind ungeduldig, weil nichts vorangeht. Und es muss Schluss sein damit, dass Eltern, dass die Familien, die Mütter und die Hebammen die Leidtragenden dieser Misere sind. Ich danke mich. Danke, Frau Böhm. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Ravensburg zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Am 4. September, also morgen, tagt der Runde Tisch Hebammen, um über das Gutachten der Experten des Deutschen Krankenhausinstituts zu sprechen, das die Situation der Hebammen in Hessen untersucht und analysiert hat. Es bleibt also bei dem schon in unserem Koalitionsvertrag und vor der Konstituierung des Runden Tisches formulierten Ziel. Wir wollen die Betreuung der werdenden Eltern in allen Phasen der Schwangerschaft und der Geburt und danach verbessern. Und das geht eben nur über die Hebammenarbeit. Sie, die Hebammen, sind die Vertrauenspersonen, die einen so engen Zugang zu den werdenden Eltern haben, deren Rat gefragt ist und die die Eltern auch in der Geburtsphase begleiten. Doch dazu brauchen Sie auch die richtigen Rahmenbedingungen. Welche das sind, dazu wird der Runde Tisch am morgigen Tag beraten. Wir jedenfalls werden sorgfältig und sehr aufmerksam auf die Ergebnisse und die Empfehlungen des Runden Tisches schauen. Wir werden analysieren und entscheiden. Denn wir wollen die Rahmenbedingungen dieses spannenden und erfüllenden, gleichzeitig aber auch sehr anstrengenden und belastenden Berufs verbessern. Denn nicht nur bei der Berufswahl soll der hohle Stellenwert erhalten bleiben. Wir haben weitaus mehr Bewerberinnen als Plätze bei den Hebammenausbildungen, sondern auch im Berufsleben müssen die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass die Arbeitszufriedenheit auch im Arbeitsleben erhalten bleibt. Auch empfinden wir es als nicht hinnehmbar, dass werdende Eltern in manchen Teilen des Landes keine Hebamme für die Vor- und Nachsorge finden, weil eben nicht genügend Hebammen für die Betreuung zur Verfügung stehen. Das wollen und das müssen wir ändern. Frau Böhm, Sie sprechen vom Versteckspiel, ohne den Namen dieses Spiels auch zu nennen. Ich kenne dieses Spiel leider nur zu gut, denn es heißt Pandemie. Wie sollte denn der Runde Tisch in der Pandemie tagen? Schon bei der Nennung der Beteiligten wird klar, dass die Teilnehmer, die überwiegend aus dem Gesundheitswesen stammen, seit März mit ganz anderen Themen befasst werden waren und die gesundheitliche Versorgung im Land sicherstellen mussten. Das sollten Sie auch genau wissen. Denn ich will es noch einmal ausführen.
Wer sitzt denn am runden Tisch? Gerne erinnere ich Sie daran. Neben den Vertreterinnen und Vertretern aus dem Hebammenberuf, der Geburtskliniken, der Eltern, der Schulen, der Ärzten saßen auch die oder sitzen die Krankenkassen und auch die kommunalen Spitzenverbände am Tisch. Über 30 Experten werden beraten. Und genau dieses Gremium, so finden wir das, hat auch das Recht, zuerst über das Gutachten zu beraten und nicht wir hier im Landtag. Und nicht nur über das Gutachten selbst wird dort gesprochen werden, sondern auch über die Handlungsempfehlungen, die die Gutachter als Grundlage weiterer Beschlüsse vorlegen. Ich finde, das ist schon eine Frage des Respekts vor diesem Gremium, aber das scheint Ihnen, Frau Böhm, egal zu sein. Wir jedenfalls legen großen Wert auf den Rat der Experten. Ihre Kritik geht also in die Leere. Vielmehr sollten Sie gut zuhören, was die Experten am runden Tisch beraten und uns den Politikern empfehlen. Natürlich haben auch wir im Vorfeld mit vielen der Beteiligten gesprochen, ob mit den Hebammen, den Geburtskliniken, aber auch mit der Hochschule in Fulda, die den Modellstudiengang Hebammen seit 2012 anbietet. Die Akademisierung wird eine der Ansatzstellen sein, die die Attraktivität des Hebammenberufs deutlich verbessern wird. Durch die Akademisierung wird die Hebammenausbildung nämlich deutlich aufgewertet. Neben dem Bachelor als Regelabschluss ist später auch die Erweiterung auf den Master und die Promotion möglich. Damit werden die Hebammen den Ärzten auf Augenhöhe begegnen können. Hebammengeleitete Geburtshilfe könnte eine noch größere Bedeutung bekommen und führt dort, wo sie bereits eingeführt wurde, wir haben z.B. das Krankenhaus in Heppenheim besucht, dort führt es bereits jetzt zu einer hohen Arbeitszufriedenheit bei den Hebammen. Hebammenmangel ist dort nicht bekannt und mit zu hoher Akzeptanz bei den Schwangeren. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Ravensburg. Ja, mache ich, sehr geehrter Herr Präsident. Mehr Entscheidungskraft, Entlastung bei der Arbeit und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das sind Themen, bei denen wir auf die Antworten des runden Tisches gespannt werden. Deshalb schauen wir dorthin mit großer Erwartung und Interesse auf die Beratungen am morgigen Tag. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ravensburg. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Pürsün gemeldet. Ganz geruhsamen Schrittes. Ne? Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Monaten haben wir hier zuletzt über Hebammen gesprochen. Anlass war eine große Anfrage der Kolleginnen und Kollegen der SPD. Bei der Lektüre der Antworten fiel damals auf, dass sie nur bedingt Erkenntnisgewinn brachten. Viele Fragen konnten von der Landesregierung nicht beantwortet werden. Die notwendigen Informationen lagen gar nicht vor. Trotzdem wurde die Rolle der Hebammen immer wieder betont, natürlich zu Recht. Sie sind die zentralen Ansprechpartnerinnen für werdende Eltern bei Sorgen und Fragen, während der Schwangerschaft, der Geburt und auch nach der Entbindung. Wir sprechen hier in diesem Haus oft über Hebammen. Es tut sich nur nichts seit Jahren, und das ist sehr bedauerlich. Letztes Jahr habe ich schon bei der Debatte zum Haushalt 2020 kritisiert, dass keine Mittel zur Bewältigung des Hebammenmangels eingestellt wurden. Dank des Gutachtens wissen auch Sie jetzt, Herr Staatsminister Klose, nun endlich, es gibt Ihnen den Hebammenmangel. Das Gutachten, das 2018 in Auftrag gegeben wurde und alle Antworten liefern sollte. Nur, werte Kolleginnen und Kollegen, vergessen Sie nicht, es liefert Antworten, aber keine Lösung. Dazu müssen Sie schon tätig werden und die Probleme angehen, die Probleme, die das Gutachten bestätigt. Nun lautet Ihr Titel, werte Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, Versteckspiel beim Thema Hebammen ist endlich beendet. Das ist sehr optimistisch.
Ein Gutachten, das nur in Auszügen vorgelegt wurde, spricht eher dafür, dass das Versteckspiel gerade erst losgeht. Definitiv. Der Auszug zeigt, dass nahezu alle Hebammen mehr Anfragen als freie Kapazitäten haben. Er zeigt, dass Kreissäle Frauen abweisen, da nicht ausreichend Hebammen zur Verfügung stehen. Und er zeigt auch, dass die Hebammen, die wir haben, zu viel arbeiten müssen. Wir fordern mehr Hebammen. Und wir fordern einen ordentlichen Betreuungsschlüssel. Es kann doch nicht sein, dass eine Hebamme regelmäßig mehrere Geburten gleichzeitig betreuen muss. Der runde Tisch, der eingerichtet wurde, tagt morgen wieder. Wir sind gespannt, welche Konsequenzen die Landesregierung aus dem Gutachten zieht. Und wir sind auch gespannt, welche Mittel für 2021 bereitgestellt werden. Jetzt, wo auch die Landesregierung weiß, dass wir einen Mangel an Hebammen haben, steht den Maßnahmen zur Bewältigung ja nichts mehr im Weg. Das war ein guter Hinweis. Und deswegen sage ich es jetzt noch einmal explizit für Staatsminister Klose, damit es da auch einmal ankommt. Lösungen sind überfällig. Werden Sie aktiv, werter Staatsminister Klose, liefern Sie das Hebammengeld, beseitigen Sie den Hebammenmangel und sehen Sie dazu die entsprechenden Posten im Haushalt vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Pürsün. Für die AfD-Fraktion erteile ich Frau Papst-Dippel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Titel Ihres Antrags zur Aktuellen Stunde, liebe Kollegen von der Fraktion DIE LINKE, zeigt, dass Sie das Spiel der Hessischen Landesregierung mitspielen. Von einem Versteckspiel kann hier nicht die Rede sein. Hier im Hessischen Landtag werden scheinbar Themen in einer Dauerschleife gespielt, und das Ganze bleibt auch ohne wirkliches Ergebnis. Das Gutachten, das Ihrer Ansicht nach einen dramatischen Mangel an Hebammen zeigt, werten wir dabei einmal als Arbeitszeugnis für die Landesregierung. Der dramatische Mangel im Bereich der Hebammenversorgung wurde im Januar 2017 genau hier ausführlich diskutiert, genauso wie die Jahre zuvor. Frau Dr. Sommer, Ihre Feststellung war damals, ich zitiere, werdende Mütter klagen, dass sie keine Hebamme mehr finden. Es ist von einem deutlichen Mangel auszugehen. Dem Hessischen Landtag war ebenfalls bereits 2017 die Aussage des Hessischen Hebammenverbandes bekannt, dass nur 50% aller Frauen im Wochenbett von einer Hebamme betreut werden. 50%. Aber die Aussage des Hessischen Hebammenverbandes wurde ignoriert, die eigene schlechte Arbeit jetzt 3 Jahre später per Gutachten bestätigt. Es ist eine traurige Tatsache, dass Hebammen für einen umgerechneten Stundenlohn, der unter dem Mindestlohn liegt, eine 24/7 Erreichbarkeit haben. Aber auch für die angestellten Hebammen in Krankenhäusern ist die Situation nicht besser. Teilzeitverträge, Überstunden, oft unter höheren Steuerabgaben machen selbst ein Angestelltenverhältnis zunehmend unattraktiv. Wenn eine Hebamme dann den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann, weil sie Frauen nicht in der Form unterstützen kann, wie es eigentlich erforderlich wäre, dann ist das zusätzlich auch noch demotivierend. 2017 kam von den Grünen die Aussage, dass es genug Frauen gäbe, die sich für den Beruf der Hebamme entscheiden würden. Wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, obwohl schon Hebammenverbände Frauen empfohlen haben, direkt zu Beginn der Schwangerschaft eine Hebamme zu suchen, weil sonst 20% der Frauen leer ausgehen, das erschließt sich uns nicht. Festgestellt wurde ebenfalls, dass dem Hessischen Ministerium keine verlässlichen Zahlen über niedergelassene Hebammen vorliegen. Bis vor kurzem noch hat die Landesregierung eine Datenerhebung verweigert. Eine Auflistung der verfügbaren Hebammen habe keine Aussagekraft. Dass die Forderung nach einem Hebammenregister von den Hebammen selber kam, blieb damals unbeachtet.
Werte Frau Ravensburg, Sie haben 2017 ebenso wie der damalige Minister mitgeteilt, dass man sich nicht verantwortlich fühle, keine Handhabe hätte und auf die Bundesebene verwiesen. Forderungen von Hebammenverband und freien Hebammen wurden zurückgewiesen. Ungeachtet bleibt scheinbar auch die Tatsache, dass Frauen einen Anspruch auf die Betreuung durch eine Hebamme haben. Aber auch das wird heute infrage gestellt. Nicht bei jeder Kaiserschnittentbindung müsse eine Hebamme dabei sein. So fängt Aushöhlung an, meine Damen und Herren. Dabei sind die Kaiserschnittraten in Deutschland zu hoch und bereits da. Und es wird bereits daran gearbeitet, diese zu senken. Wie wollen Sie denn die Frauen betreuen lassen, wenn nicht genügend Hebammen arbeiten? Es ist ein Recht von Frauen und Kindern, dass sie von einer Hebamme betreut werden. Und Corona verstärkt noch etwas. Frauen sagen immer öfters, dass sie auf keinen Fall in ein Krankenhaus gehen wollen. Die Nachfrage nach Hausgeburten und Geburtshäusern steigt also an. Was macht die Politik? Sie schließt Geburtsstationen, kleine Häuser in der Fläche sind im Visier. Die Hebammen verlieren also auch dieses Backup-System in ihrer Nähe. Wie schon in den nationalen Gesundheitszielen richtig aufgeführt, ist die Betreuung der Mutter und des Vaters elementar für einen guten Start in das Leben. Eine werdende Mutter braucht eine vertrauensvolle und qualifizierte Ansprechperson, die ihre Ängste nimmt, die gut auf die Geburt vorbereitet und während dieser begleitet, auch während eines Kaiserschnittes. Aber von diesem Sollziel sind wir weit entfernt. Derzeit haben Frauen noch nicht einmal die Wahlfreiheit. Das Thema Geburtshäuser wird in Hessen weiterhin stiefmütterlich behandelt, und dass die Nachfrage steigt, ergab unsere Anfrage. Wir haben bislang nur eine Verschlechterung der Situation festgestellt. Was von dem ins Leben gerufenen runden Tisch zu halten ist, beziehungsweise dass die Erkenntnisse dieser Sitzungen angehen, wage ich noch zu bezweifeln. Ich komme zum Schluss und fordere Sie auf. Hören Sie endlich die Stimmen der Frauen, die zunehmend jetzt durch Masken während Entbindung und Stress rund um die Entbindungssituation verunsichert sind. Und hören Sie auf die warnenden Stimmen, die eine stressfreie Geburt für Kinder fordern, damit diese keine Anfälligkeiten für chronische Krankheiten entwickeln. Hören Sie hin und schaffen Sie schnellstens Abhilfe. Danke, ich bin fertig. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Sommer zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sollte eigentlich der schönste Moment im Leben sein, die Geburt des eigenen Kindes. Doch für immer mehr Eltern ist dieses Ereignis mit Stress und Ungewissheit verbunden. Der Grund? Nur mit viel Glück findet man eine Hebamme. Darüber haben wir bereits 2016 hier im Landtag gestritten. Die Landesregierung mahnte, die Presse und auch wir würden ein nicht realistisches Bild zeichnen. Dabei gab es schon zu diesem Zeitpunkt einen dramatischen Mangel. Der Hessische Hebammenverband berichtete seinerzeit, dass es nicht nur in Ballungsgebieten wie in Frankfurt, sondern auch schon im Odenwald oder in Nordhessen einen großen Mangel gäbe. Frauen fragten damals in Frankfurt bis zu 80 Hebammen an und erhielten bereits da auch nur Absagen. Die Lage war katastrophal, und sie ist immer noch katastrophal. Jede zweite Frau fand in 2016 keine Hebamme, und die Situation hat sich bislang nicht geändert. Die Landesregierung hat den Hebammenmangel seither bestritten, aber dank der Unterstützung der Verbände hatte sich die Landesregierung dazu bewegen lassen, das Gutachten zu beauftragen. Wir mutmaßten, dass, bis das Ergebnis vorliegt, wieder viel Zeit ins Land geht, nichts passiert, und wir haben Recht behalten. In der Zeit, in der das Gutachten erstellt wurde, hat sich die Situation sowohl für die Hebammen noch für die Eltern nicht verbessert. Unsere Idee zur Hebammenstatistik, die auch die Hebammen selber gefordert haben, wurde in 2017 von ihnen abgelehnt. Und bis heute liegen keine belastbaren Daten vor. Und schaut man sich das Gutachten an, also den Auszug, der veröffentlicht wurde, wird klar und deutlich, dass wir mit der Beobachtung des
Hebammenmangels leider recht hatten. Es gibt einen großen Nachfrageüberhang. Viele Frauen finden keine Hebamme. 97% der kontaktierten Hebammen haben keine Zeit für die Frauen. Und es gibt, sagt das Gutachten, 1.467 Hebammen, darunter die Freiberuflichen, die Angestellten und die Beleghebammen. Man geht jedoch davon aus, dass in dieser Zahl sogar alle nicht mehr tätigen Hebammen mit erfasst wurden. Das heißt, meine Damen und Herren, mit dem Gutachten haben wir schon wieder keine verlässlichen Zahlen. Und dass ein Drittel keinen Hebammenbedarf habe, finde ich, ist äußerst spekulativ. Und auch die Korrektur der Inanspruchnahmequote ist ungewiss. Auch das Bedarfsszenario für 2030 stelle ich infrage. Das Gutachten geht davon aus, wir haben schon gehört, dass es einen Geburtenrückgang von 7.300 Geburten bis 2030 gibt. Das ist ein realer Rückgang von 12%. Und dass sich dadurch das Betreuungsverhältnis von Hebammen zu Geburten in Hessen eben in 2030 um 12% verbessere. Na, das ist ja eine tolle Aussage. Also die Repräsentativität ist hier tatsächlich in Zweifel zu ziehen. Also diesen Wahrsagungen schenke ich keinen Glauben, zumal mir Geburtshilfe, Gynäkologen und Hebammen, mit denen ich über dieses Gutachten gesprochen habe, geschildert haben, dass sie davon ausgehen, dass die Geburtenrate weiterhin steige. Und ich frage mich auch, was ist denn mit dem Ersatzbedarf? Was ist mit dem Ausbildungszahlen, was ist mit dem Ausbildungsbedarf? Wo sind Ihre Lösungen, um jetzt die Problematik zu bearbeiten und nicht in 2030 anzupacken, meine Damen und Herren? Und wir können und wollen auch nicht auf 2030 warten, denn wir brauchen jetzt eine Abhilfe, und Sie warten schon lang genug. Wir haben gehört, das Gutachten liegt seit November vor, also 5 Monate vor Corona, und Sie haben es noch nicht einmal geschafft, erste Maßnahmen zu entwickeln oder umzusetzen. Deswegen frage auch ich Sie, wo sind Ihre Maßnahmen in dem Bereich der Geburts- und Hebammenhilfe? Warum verstecken Sie einen Teil dieses Gutachtens? Wo sind die Handlungsempfehlungen? Wo ist die verbesserte Hebammenversorgung, die Sie immer wieder anführen? Wir brauchen hier nicht Ankündigungen, sondern endlich Taten, meine Damen und Herren. Und die Rahmenbedingungen, die sollten doch nicht zugleich des Lebens eines Neugeborenen schlecht sein, sondern möglichst gut. Das steht in Ihrer Verantwortung und in Ihrer Macht. Handeln Sie, damit endlich werdende oder frisch gebackene Eltern und ihre Kinder Hebammen als unersetzliche Stütze in der Vor- und Nachsorge finden können. Wir brauchen eine gute Versorgung, meine Damen und Herren. Und ich danke recht herzlich allen, die in diesem Bereich tätig sind. Sie machen viele Überstunden, sie haben eine starke Belastung, und wir brauchen jede einzelne Hebamme, jeden einzelnen Entbindungspfleger, weil die Eltern darauf angewiesen sind und auch die Kinder. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Danke, Frau Sommer. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Anders gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen! Es gibt kein Versteckspiel, und dass es bei dem Thema Hebammen, wie die Aktuelle Stunde ja titelt, kein Versteckspiel gibt, das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür ist, dass morgen der Runde Tisch tagt, um Empfehlungen aus dem Gutachten zu beraten, zu diskutieren und zu bewerten. Und ich möchte noch einmal deutlich sagen, dass dieser runde Tisch ja einmalig in Hessen ist, dass es einmalig ist, dass eben alle Akteure der Geburtshilfe auch zusammensitzen. Es ist nämlich nicht das Land, das alleine da irgendwas entscheiden kann. Es sitzen erstmalig am Tisch niedergelassene Gynäkologinnen, die Krankenkassen sitzen mit am Tisch, die Fachschulen sitzen mit am Tisch. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Es sind nur 5 Minuten. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gesagt habe, was uneinmalig an diesem runden Tisch sein sollte. Alle Akteure auf diesem breiten Feld der Geburtshilfe sitzen zusammen, und das halten wir für den richtigen Weg.
Und da es nichts zu verstecken gibt, möchte ich das Verfahren auch gerne noch einmal transparent darstellen. Das Hebammengutachten wurde in Auftrag gegeben. Ein unabhängiges Institut hat dieses Gutachten erstellt, nicht der Minister selbst. Und alles, was da drin steht, hat sich nicht der Minister ausgedacht, sondern eben dieses Institut. Und zu diesen 12%, die Sie da die ganze Zeit erwähnen, das steht in diesem Gutachten im Konjunktiv. Es steht da drin, nur wenn die Geburtenrate um 12% sinken würde, würde auch das Personal ausreichen. Und deswegen steht da auch drin, dass wir noch ganz, ganz viel zu tun haben. Und dass wir diesen runden Tisch machen, zeigt, dass wir uns dieser Verantwortung sehr bewusst sind. Und es wird nichts versteckt, es wird mit allen gemeinsam geredet. Der Beirat, den es ja zu dem Hebammengutachten gibt, der hat lange getagt, der hat übrigens auch schon im November getagt und wird morgen seine Empfehlungen auch vorlegen. Die werden dann diskutiert. Und ich habe großes Vertrauen, dass die Leute, die da sitzen, die nämlich tatsächlich auch die Expertinnen sind, dass die passgenaue Lösungen entwickeln können und uns sehr wohl sagen können, was wir als Land denn tun können. Denn nicht in allen Bereichen werden wir Veränderungen schaffen können. Wir werden das nur in bestimmten Teilbereichen machen können, weil es gibt noch so etwas wie den GBA, es gibt noch so etwas wie eine Bundesregierung und es gibt so etwas wie Krankenkassen und Ähnliches und Krankenhäuser. Und ich möchte mit einem Mythos hier mal aufräumen, dass es die Landesregierung wäre, die hier Geburtshilfeabteilungen schließt. Mitnichten ist es so, es kann die Landesregierung gar keine Geburtshilfeabteilungen schließen. Das machen die Krankenhäuser vor Ort ganz alleine. Das Gutachten offenbart, welchen großen Handlungsbedarf es gibt. Und ich möchte einige Bedarfe und Herausforderungen auch gerne deutlich machen. Ein Viertel der befragten Frauen hat angegeben, dass es sich mehr individuelle Betreuung unter der Geburt gewünscht hätte, vor allem bei den klinischen Geburten. Ein Viertel der Frauen hätte sehr gerne eine Beleghebamme zur Begleitung in der Klinik gehabt und hat sie nicht gefunden. Beleghebammen, Hausgeburtshebammen und Geburtshebammen haben deutlich mehr Anfragen, als sie überhaupt bewältigen können, als sie Kapazitäten haben. Und Kreissäle müssen sich immer wieder regelmäßig abmelden wegen Personalmangels. Die Wochenbettbetreuung wurde auch schon angesprochen. Es ist deutlich schwieriger für Frauen geworden, eine Hebammenbetreuung zu finden. Und auch was dann die Zahlen angeht mit der Zufriedenheit, kann man davon ausgehen, dass Frauen sich natürlich mit sehr viel weniger zufrieden geben, wenn sie erst einmal 7 Hebammen abtelefoniert haben. Und deswegen sehen wir hier dringenden Handlungsbedarf. Und Herr Pürsün, wenn Sie sagen, wir machen nichts, dann haben Sie das Verfahren immer noch nicht verstanden. Ich vertraue darauf, dass die Empfehlungen, die morgen am runden Tisch diskutiert werden, dazu führen, dass wir Lösungen präsentiert kriegen, die wir hier politisch dann zu bewerten haben, aber über die Köpfe hinweg mit so vielen Akteuren. Über Augen, die Köpfe Augenblick hinweg. Mal eben. Ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Frau Anders, Sie müssen jetzt zum letzten Satz kommen. Über die Köpfe hinweg der vielen Akteurinnen werden wir keine Lösungen präsentieren. Wir wollen es gemeinsam mit den Menschen aus der Geburtshilfe machen, den vielen, vielen Beteiligten, die da an einen runden Tisch kommen müssen und sich endlich austauschen müssen. Das ist der richtige Weg. Statt dass wir sagen, wie es geht, wir werden diesen Weg weitergehen. Danke. Danke, Frau Anders. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Klose. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also,
Es gibt wahrscheinlich wenige Leute in diesem Raum, die sich so sehr freuen wie ich selbst, dass morgen nach dieser langen erzwungenen Corona-Unterbrechung endlich der runde Tisch zur Hebammenversorgung wieder stattfinden kann. Von daher sind all diese Vorwürfe, wir blockieren, wir verzögern, einfach nur absurd. Schauen Sie sich an, welche Zahl von Menschen aus welchen Bereichen da zusammenkommen, und es ist Ihnen sofort klar, es war leider in der Zwischenzeit nicht möglich. Wir werden morgen aber dann auch erstmals die Möglichkeit haben, über die Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Hebammen- und Geburtshilfe in Hessen zu diskutieren, die der Beirat, den der Runde Tisch eigens dafür gebildet hat, formuliert hat. Und auch der Beirat hat nach der Vorlage des Gutachtens noch ein bisschen Zeit gebraucht. Und Sie wissen es ja auch eigentlich, Frau Böhm. Von daher sind diese Vorwürfe nun wirklich, sie gehen ins Leere. Und das Ziel dieses Gutachtens, noch in der letzten Legislaturperiode beauftragt, war und ist, eine gute Datengrundlage über die Hebammenversorgung in Hessen zu schaffen. Wo finden Frauen nur schwer Hebammen? Wie sieht die genaue Situation in der klinischen Geburtshilfe aus? Wie arbeiten die Hebammen und Geburtshelfer in Hessen? Und ganz ehrlich, wenn Sie so tun, als wären wir jetzt überrascht, dass das Gutachten auch Defizite offenlegt, nein, es ist niemand überrascht, weil auch das so objektiv wie möglich zu tun, war ja genau Teil der Aufgabenstellung, sonst müssen wir ein solches Gutachten gar nicht beauftragen. Und jeder, der sich mit der Situation von Hebammen und Entbindungshelfern, von werdenden Müttern, von Hebammenschülerinnen befasst, weiß, dass Handlungsbedarf besteht. Und genau deshalb war es richtig, eine solche präzise Analyse der Situation zu beauftragen. Und genau das, genau diese breite Ermittlung der Datengrundlage, angefangen von den statistischen Daten über eine umfassende Befragung der Hebammen, die gemacht worden ist, der Mütter, der Krankenhäuser, der hebammengeleiteten Einrichtungen, der Ausbildungseinrichtungen, der werdenden Hebammen selbst, ermöglicht es uns doch jetzt, zielgerichtet genau das anzuschauen, was das größte Verbesserungspotenzial verspricht. So war es gewollt, und genau so packen wir es auch an. Herr Klose, lassen Sie eine Zwischenfrage von Frau Dr. Nein, das tue ich nicht. Vielen Dank. Und genau diese Fragen werden wir morgen mit den Expertinnen und Experten des Runden Tisches besprechen. Wir werden am Runden Tisch auch über die Handlungsempfehlungen diskutieren, die aus der Analyse abgeleitet werden. Und genau so macht man das auch, wenn man die Vertreterinnen und Vertreter dort ernst nimmt. Der Respekt vor den Verbänden, die da morgen zusammenkommen, vor den Hebammenschulen, vor den Geburtshäusern, aber auch gegenüber den Krankenhäusern, Ärztinnen und Ärzten, Krankenkassen und auch den Kommunen, gebietet es, darüber mit Ihnen zu diskutieren und gemeinsam mit Ihnen Maßnahmen zu entwickeln, weil wir Ihre Expertise nämlich ernst nehmen. Welche Maßnahmen bedeuten wirklich eine Hilfe für Sie? Wo ist der Handlungsbedarf am größten? Und deshalb bin ich wirklich gespannt, welche Handlungsempfehlungen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule für Gesundheit in Bochum und auch des Deutschen Krankenhausinstituts morgen vorstellen und wie sie auch priorisieren werden. Wir werden sie dann gemeinsam diskutieren. Wir werden aus der Vielzahl der Vorschläge diejenigen herausarbeiten, die besonders wirksam zu einer Verbesserung beitragen können. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe am Runden Tisch morgen, und ich kann Sie absolut beruhigen. Selbstverständlich wird auch der zweite Teil des Gutachtens, nämlich die Handlungsempfehlungen, veröffentlicht, aber eben dann, wenn auch der Runde Tisch Gelegenheit hatte, sich damit zu befassen und wir mit den Betroffenen selbst und nicht über sie sprechen. Und bei aller Kontroverse, Frau Böhm, bitte ich Sie dann schon auch noch einmal darüber nachzudenken, ob der Begriff Zensur in diesem Kontext ein wirklich angemessener Begriff ist. Ich nenne das Respekt. Und wenn wir es anders gemacht hätten, dann hätten Sie uns heute vorgeworfen, den Runden Tisch überhaupt nicht ernst zu nehmen.
Deshalb, Herr Minister, ich weise auf die Redezeit hin. Deshalb ist das, was Sie heute hier veranstaltet haben, nicht mehr als der berühmte Sturm im Wasserglas. Es wird uns aber nicht davon abhalten, weiter an der konkreten Verbesserung der Situation zu arbeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.